Übrigens. Einmal zum Glück, ja. Der Wettbewerb gewonnen und die Plakette wird nachher realisiert. Sapperlot ist einer, der eben jetzt spät aufsteht, aus dem Nest rausschießt. So hast du auch gesehen, so leider nicht. Jetzt. Darum habe ich sie ja erklären. Siehst du jetzt? Solothurn heisst es Fasnacht, an anderen Orten heisst es Fasching, Karneval. Gibt es einen Unterschied? Ja, die ganze Herkunft ist ja sehr schwierig. Woher kommt es eigentlich, Fasnacht? Es gibt die verschiedensten Deutungen, woher das eigentlich kommt. Das Wort, die Fasnachtologen, die sehen die Entstehung auf jeden Fall schon vor Christi Zeit, Mesopotamien, dann aber in der Römerzeit bereits. Es hat diverse Ursprünge gegeben. Sicher hat sie auch einen Bezug zur Fastenzeit. Die Fastnacht könnte von dort kommen, aber auch vom Wort Faseln, Fasnacht. Faseln heisst, das sind Spreissali. Spreissali, Kindergucken. Auszubigen. Also auch aus einer Nachbargemeinde. Alle Jahre im Nadenaufwuchs dabei. Das ist der Fasnachtsumzug 2009 auf Tele Bern. Wir gehen eine kurze Werbepause und sind sofort wieder für euch da. Nach der Werbung geht es fasnachtlich weiter mit dem Solothurner Fasnachtsumzug, präsentiert von National Suisse, Generalagentur Solothurn. Selbstmordtouristen aus der ganzen Welt.